Der Film zeigt einige Ausschnitte von der Grundsteinlegung des Kompetenzzentrums für Industrie 4.0 am 7. Juni 2019. Das Kompetenzzentrum, geleitet von der Uptown Basel AG, besteht aus einer 70.000 Quadratmeter großen Industriebrache auf dem Schorenareal in der Gemeinde Arlesheim und soll zu einem Markstein der regionalen industriellen Entwicklung werden. Momentan ist das Schorenareal die grösste Baustelle in der Nordwestschweiz. Die ersten Gebäude werden in etwa 2 Jahren bezugsbereit sein. Im Endausbau sollen 2000 Arbeitsplätze für etwa 50 innovative Firmen entstehen. Es ist das erklärte Ziel, dass Uptown Basel zu einem Smart Manufacturing Hub wird, wo modernste Fabrikationsmethoden und Technologien in vernetztem Betrieb zur Anwendung gelangen. Ich freue mich außerordentlich, dass wir nach dem 26. September 2016, wo wir die erste Medienkonferenz gemacht haben, damals noch in der Lokomotivhalle, dass wir jetzt etwa 2,5 Jahre später wieder so einen Anlass machen können. Es ist seit dem 26. September wahnsinnig viel gegangen. Wir sehen es draussen, wir werden es nachher hören. Das Areal hier bietet riesige Potenzial. Wir sind jetzt dran, und das ist unser Ziel, wir wollen die vorhandenen Qualitäten und nutzen. Und wir wollen den traditionellen Ort, Sie sehen hier Bilder von der damaligen Elektrofabrik Alliot, die dann später zu Braun-Boveri und später zu ABB und dann eigentlich zur Industriebrache geworden ist. Wir wollen die Qualitäten von dieser traditionellen Situation verbinden mit den aktuellen Entwicklungen von der Digitalisierung, mit der Vernetzung zu einem innovativen Ganzen. All das unter dem Stichwort Industrie 4.0. Der Standort hier, Arlesen, zeichnet sich durch verschiedenste Qualitäten aus. Hervorragende Verkehrsanbindung, Autobahn, Eisenbahn, Tram, Bus, aber auch hervorragende Erschließung in der Infrastruktur, Glasfasernetz. Wir haben EBM oder eben Primeo im Wesentlichen auf dem Areal. Wir haben alles, was es braucht. Und wenn man in Zukunft schaut, und das ist ja letztlich auch der Grund, wieso wir das ganze Projekt machen, wenn man in Zukunft schaut und sich überlegt, was sind eigentlich die Anforderungen der Zukunft an Produktionsstätten, an Arbeitsplätze, dann zeichnet sich sicher dadurch aus, dass sich viel wird radikal verändern. Eins aber wird bleiben. Wir werden immer hochqualifizierte Fachkräfte, hochqualifizierte Arbeitnehmende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen. Und da ist natürlich Arlesen in seiner Situation noch bei der Universitätsstadt Basel, darum haben wir es ja auch Uptown Basel genannt, in einer ganz speziellen, positiven Situation. Da freuen wir uns sehr. Wir denken, dass im Gesamtprojekt wir dereinst, wenn das Projekt dann einmal abgeschlossen sein wird, ich habe Hans-Jörg Fankhauser gesagt, am 2027 muss es fertig sein, was immer denn die Aussage denn auch so heisst, gehen wir davon aus, dass wir etwa 2000 neue Arbeitsplätze hätten sollten können geschaffen haben. Was wollen wir hier machen? Sie werden es dann selbstverständlich vom Hans-Jörg Fankhauser noch hören. Wir wollen hier ein Smart Manufacturing Hub von der Nordwestschweiz errichten. Der Campus hier oder das Gelände hier, die ganzen Institutionen hier sollen ein Inkubator sein für Innovationen und für Technologietransfer. Uptown Basel wird sich aufstellen entlang von der Wertschöpfungskette, von der Elektrifizierung, Mobilität, Automatisierung, Digitalisierung und dann natürlich speziell Vernetzung, also Internet of Things. Wir versuchen hier eine unverwechselbare Identität auf dem Areal mit den Gebäuden in der Art und Weise, wie es auch eingebettet ist in der Natur, ressourcenschonend, wenn wir eine unverwechselbare Identität schaffen. Wir sind uns bewusst, dass mehr und mehr Standorte sich auch um neue Aktivitäten bewerben
Es wird einen permanenten Wettbewerb in diesem Bereich sein. Es werden die Firmen immer mobiler werden. Wir verstehen uns hier als Leader, vorausschreitend. Wir wollen als Teil der Wirtschaftsregion hier etwas Wesentliches, Kreatives, auf die Zukunft ausgerichtet schaffen. Vor 4 Jahren ist das Areal, auf dem wir uns jetzt hier befinden, im Bericht über die Wirtschaftsoffensive als sehr attraktives Wirtschaftsgebiet erwartet worden, mit grossem Potenzial für hochwertige Arbeitsplätze. Das verpflichtet natürlich. Aber wie so oft hat es auch Zweifel gegeben, die das Gelingen von einer raschen Entwicklung und Besiedlung infrage gestellt haben. Heute wissen wir, diese Zweifel sind nicht berechtigt gewesen. Dank der Initiative vom Investor Dr. Thomas Stächli und, ich darf sie sicher so benennen, dank dem Visionär Hans-Jörg Fankhauser und der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, sind jetzt schon deutliche Vorboten von dieser künftigen Nutzung zu sehen. An diesem Ort wird nämlich ein Projekt entstehen, das in der ganzen Region Nordwestschweiz seinesgleichen sucht. Auf rund 70'000 Quadratmeter werden führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengeführt. Lieber Thomas Stächli, lieber Hans-Jörg Fankhauser, eure Weitsicht und euren Willen, unternehmerisches Risiko einzugehen, ermöglichen es, dass hier für die Bevölkerung, für die Gemeinde und den Kanton ein attraktives und zukunftsträchtiges Areal entwickelt werden kann. Der Kanton Basel-Landschaft hat mit rund 25'000 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe eine wesentliche Stellung als Industriekanton in der Schweiz. In der gesamten Nordwestschweiz sind etwa 115'000 Beschäftigte in der Industrie tätig. Jetzt sagt man immer, die Industrie ist tot, die gibt es nicht mehr. Die Deindustrialisierung hat man noch vor 2-3 Jahren an allen Symposien als Schreckgespenst gesehen. Aber jetzt erlebt die Industrie eine wirkliche Renaissance. Dank der modernen Produktionstechnologien, der digitalen Transformation kommen Standortvorteile, die wir hier haben, die wir vorhin auch schon angedeutet bekommen haben, wieder zum Zug. Hervorragend ausgebildete Leute auf der einen Seite, technische Kompetenz, Eigenverantwortung und Mut zum Risiko. Und hier im Gebiet Schoren kommen mit Abtown Basel alle diese Eigenschaften und Qualitäten aufs Beste zusammen. Abtown Basel nutzt die Schnittstelle zwischen urbanem und ländlichem Raum, zwischen wissenschaftlicher Forschung und industriellem Know-how. Da entsteht Raum für Unternehmen, die Neues entwickeln, die neue Wege gehen und vom Wissen vom vorhandenen Industriepotenzial profitieren wollen. Und auch Abtown Basel selber geht neue Wege, sei es in der Projektentwicklung, in der Kundenansprache oder in den bautechnischen Fragen. Mit Abtown Basel wird also ein neuer Baustein in der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts gemacht, der vom geschichtsträchtigen Industriekanton zu einer innovativen, inspirierenden Umgebung für das Schaffen von zukünftigen Generationen leitet. Nicht reden davon, sondern machen. Und dafür gebührt auf allen, die hier involviert sind, speziell Thomas Stächli und Hans-Jörg Fankhauser, der höchste Respekt und Dank von der Baselbieter Regierung. Mit Abtown Basel und damit Thomas Stächli ist Basel-Land und Basel-Stadt gemeint, schaffen wir genau den Fortschritt, den wir eben brauchen. Was braucht, um erfolgreiches Bestehens weiterzuführen? Was braucht, eben unseren Wohlstand zu erhalten, Jobs zu erhalten und damit auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben? Eine gute, starke Wirtschaft bringt eben den Menschen auch etwas. Und das müssen wir seitens der Wirtschaft immer wieder betonen. Die Wirtschaft macht das nicht zum Selbstzweck, sondern die Wirtschaft macht das, die Innovationen, dass eben den Menschen in unserem Land auch gut geht. Mit Abtown Basel und der heutigen Grundsteinlegung für das Kompetenzzentrum für die Industrie 4.0 schaffen wir genau die intelligenten Innovationen, die garantieren, dass wir den Anschluss auch morgen nicht verlieren. Eben die Innovationen, die die Handelskammer Beider Basel mit vielen Projekten, unter anderem auch im Bereich der Deindustrialisierung oder RU Digital, seit Jahren unterstützt. Und vielleicht schaffen wir es auch, dass wir hier in Arlesheim, im Baselbiet, in der Region Basel, also ein kleines Silicon Valley, können schaffen.
Es wundert mich übrigens gar nicht, dass hinter diesem zukunftsträchtigen Projekt mein Vorgänger, der ehemalige Handelskammerpräsident Dr. Thomas Stecheli, steht. Auch als Präsident der Handelskammer bei der Basel war er immer einen Schritt voraus. Er ist in der Lage, solche Projekte eben nicht aus dem Detail heraus zu beurteilen, sondern aus der Vogelperspektive zu betrachten und eben nicht gerade aufzugeben, wenn so ein kleines Detail nicht funktioniert. Es ist eine sehr grosse Freude für mich heute, knapp 3 Jahre nach der ersten Medienkonferenz, heute bereits die Grundsteinlegung zu erleben. Als Ingenieur und Unternehmer freut es mich besonders, dass hier kein Logistikgebäude, wie es so viele gibt, und kein reines Dienstleistungsgebäude, wie es auch so viele gibt, entsteht, sondern ein modernes Produktionsgebäude. Aber auch als Gemeindepräsident bin ich sehr glücklich über die Konstellation, die wir hier vorfinden. Das Zusammentreffen von einem entschlossenen und mutigen Investor, von einem Arealentwickler mit Visionen und von einem grossen Areal mit günstigen Rahmenbedingungen ermöglichen hier eine Entwicklung, wie sie uns geschildert worden ist und wie, sie, wie wir uns die nicht hatten vorstellen vor ein paar Jahren. Bereits jetzt möchte ich im Namen des Gemeinderats die beiden schon bekannten Unternehmen begrüßen, die werden hier anziehen in etwa 2 Jahren. Das sind beide Vertreter hier und werden noch an sich selber dann noch vorstellen. Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung von spannenden, hochwertigen Arbeitsplätzen hier auf dem Areal und auf die ersten Kontakte auf offizieller Ebene mit Ihnen. Sehr verehrte Frau Pegorar, herzlichen Dank auch den Herren, die jetzt übergeleitet haben in die Grundsteinlegung. Ihr seht, der Grundstein ist weg, er ist soeben zugeschweißt in der Baugrube verschwunden und wir gehen nachher einschaufeln. Wir bauen jetzt Gebäude 1, das seht ihr hier vorne, und dort seht ihr das Modell. Damit man produzieren kann, darf man keine Stützen haben. Deswegen haben wir in vielen Gebieten Produktionsgebäude und Bürogebäude getrennt. Wir stehen heute natürlich unter dem Druck, erstens den Weg für die Mitarbeiter und der zweite und der wesentliche Druck natürlich, das effiziente Nutzen von den Grundstücken und noch im Weg. Ihr seht hier die Vorfabrikationshalle, wo ich nachher noch darauf zu sprechen komme. Wir produzieren die Teile hier vor Ort ökologisch. Und wir machen sie so, dass wir es wieder auseinandernehmen können, wenn man in 150 Jahren das Gebäude auseinandernehmen muss. Das ist die Art, wie wir hier bauen. Wir bauen auch sehr viel, was wir können, mit Recyclingbeton. Und wir wollen ein Leuchtturmprojekt sein. So arbeiten wir hier in ökologischer Weise. Das Gebäude sieht so aus. Eine unglaubliche Dimension hat das. Ich staune auch immer selber, er ist ja grösser, das Gebäude ist grösser als der Messedom. Der Messedom hat 120'000 Kubik, das Gebäude hat 150'000 Kubik. Wenn ihr ihn würdet aufstellen würdet, ist er genau gleich hoch, er liegt einfach. Weil wir wollen zusammenhängende Flächen. Wir brauchen bei der Produktion möglichst zusammenhängende Flächen. Und die Idee war, hier auf dem Gelände vor der Stadt eben das zu machen. Noch näher an der Stadt an, kann man solche Gebäude nicht bauen. Für die guten Wünsche danke meine Frau und ich Ihnen ganz herzlich. Und jetzt gehen wir den Grundstein legen. Danke. In diesem Moment verschwindet der Grundstein mit den Gegenständen und Dokumenten. Gemeinsam Anlauf holen. Und dann geht's. Der Grundstein verschwindet hier. Die Abteilung warten zu dem ersten großen Gebäude. Ich denke, das ist nochmal ein Applaus wert.